Hallo Freunde, hier ist das Foxys A-Team, ich bin MacGyver und jetzt mache ich mal. Das Spiel habe ich für meine Tochter geholt. Das heißt Frozen, Eiskönigin, also völlig unerfroren. Free Fall, Schneeballschlag. Eigentlich hieß das nämlich Frozen, Free Fall. Machen wir mal spielen. Hier gibt es noch mehr Spieler, was das ist, weiß ich noch nicht. Einzelspieler haben wir schon ein bisschen vorangespielt. Das wollte ich euch eigentlich mal zeigen. Ist reines für Kinder optimal. Muss man ein bisschen nachdenken und so. Wir sind 11. Level. Das einige war schon ganz einfach. Und das andere haben wir nachher gestern schon mal gespielt. Und das war dann nicht mehr so. Man muss da schon ein bisschen mehr machen. Da steht drauf. Drei an der Reihe. Dann, bis jetzt muss man Punkte machen und so. Jetzt muss man ein bisschen mehr die Objekte nach unten fallen. Oben rechts sieht man zwei Kronen und zwei solche Kugeln. Und die müssen unter der Spielkarte fallen. Ich habe keine Schneebälle, kein Pickel. Das sind nochmal Zusatzhilfe. Wir müssen drei in einer Reihe haben. Und da oben sind wir drauf. Wenn man nur noch 34 Züge. Ich gebe hier immer einen vor, den der Zug, der geht, aber man kann ja auch andere Züge höchstwahrscheinlich machen, wenn man es sieht. Das ist auch gut da, weil hier ist die Krone. Hier, genau hier. Und der muss runter über das, unter das Spielfeld. Dann ist da schon eine schon weg. Aber durch die wenige Anzahl der Zügen ist das gar nicht so einfach, wie das, wie man es gedacht hat, wie ich das gedacht hatte. Das auch am Anfang, oh, super leicht. Aber ich kann jetzt, glaube ich, nicht so. Die anderen Objekte müssen ja auch runter. Super schön. Oh, wir gehen die Züge fliegen. Da oben ist schon die nächste Krone. Und die auch mal ein bisschen runterholen. Sie hat seine Ecke, das gefällt mir nicht so. Einer, da habe ich vielleicht die Krone. Weg die unterste. Was sind denn die anderen Objekte? Wann kommen die denn mal runter? Mann. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben noch 16 Züge und die anderen Objekte. Ach doch, da hier ist auch noch einer. Sehr cool. So, wollen wir, die Kugel ist dann weg, die eine Krone ist weg, da haben wir noch für jeden ein. Und 14 Züge noch offen und ich krieg die scheiß Krone hier nicht weg. Übersehe ich hier vielleicht irgendetwas? So.
Wird jetzt irgendwie das Teil hier. Die müssen weg, weg, weg. Ja, ich rede jetzt so wenig, weil ich da erstmal jetzt nachdenken muss. Das geht, funktioniert hier auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Da oben ist die nächste Kugel. Und die ist auch schon bald unten. 9 Zügen. Das könnte man schaffen hier. Sieht diesmal gar nicht so verkehrt aus. Ja, liebevoll, das Spiel kann ich euch mal raten. Versucht das doch mal. Das ist witzig. Jawoll! Nein! Deine Queen ist natürlich. Ah! Jetzt muss der Grüne noch runter. Jetzt könnte ich den tauschen. Bringt mir noch nicht viel weiter. Drei Züge nur noch. Zwei Züge nur noch. Ein Zug nur noch. Ja, liebe Leute, das habe ich wohl wieder nicht geschafft. Auch wenn es manchmal so toll aussieht, aber es ist in dem Punkt echt gar nicht mehr so leicht. Ich mach das jetzt noch so. Schade, und leider nicht geschafft. Ja, liebe Freunde, ich kann euch das Spiel mal empfehlen. Das ist echt mal sehr gut. Man kann jetzt noch Züge kaufen, aus seiner eigenen Tasche bezahlen natürlich. Das machen wir natürlich nicht. Also ich zahle dafür jetzt kein Geld, lieber versuche ich es von vorne. Also, das ist das Problem bei diesem Spiel halt, ne? Dass das Spiel noch zusätzliche Inhalte beinhaltet und die dafür zahlt man aber. Aber ich, wenn es nicht zu teuer wäre oder sowas, kann man sich das eine oder andere zusätzlich, ich glaube andere Karten oder irgendwie noch zusätzlich kaufen. Also Leute, spielt das auch mal, versuche es doch mal und viel Spaß bei diesem Video. Viel Spaß wünsche ich Ihnen, Foxys A-Team. Ich bin MacGyver. Man sieht sich.